Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode, beziehungsweise nicht nur einer neuen Episode, sondern tatsächlich so einer komplett neuen Aufnahmesession von Let's Play Graveyard Keeper. Und ein kurzer Blick in die obere linke Ecke hat mir gerade gezeigt, es ist Kirchentag. Und ich bin mir gerade relativ unsicher, haben wir schon... Hallo Zombie. Haben wir volles Inventar, haben wir. Das haben wir. Mal kurz. Haben wir unsere Predigt schon gemacht? Ich geh mal gucken. Es ist ja tatsächlich dann auch bald wieder... Ach, hier ist dann noch mehr Zeug. Na, sag schon! Gott! Wortfindungsstörungen in einem Let's Play sind immer die größte Katastrophe. Es ist bald wieder Handelstag, das wollte ich sagen. Wie glaube ich denn hier einen Grabstein drin? Der gehört doch da gar nicht hin. Kann ich jetzt... Jetzt kann ich da unten wieder durch. Letztes Mal konnte ich das nicht. Ich würde sagen, wir probieren als erstes mal, ob wir beten können. Ja, das sieht gut aus. Das sieht schon mal gut aus. Damit starten wir. Ich habe mir für die heutige Aufnahmesession tatsächlich eine Menge vorgenommen und ich würde mich freuen, wenn ich auch nur einen Teil von dem schaffe, was ich machen will. Ja, ich würde heute ganz gerne ein, zwei neue Gebete machen. Ich will mich um den Garten kümmern. Ich will unsere Stahl- und tatsächlich auch unsere Schmuckproduktion ankurbeln, Geld verdienen. Ja, eventuell auch die eine oder andere Expedition in den Dungeon. Also steht eine Menge an. Wir haben ja auch einige Quests, um die wir uns rein theoretisch nebenbei dann kümmern könnten. Ja, also ich weiß noch nicht, wann ich welche Quest jetzt dann mal wieder in Angriff nehme. Ah, Geld. Geld, 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 Geld. 51 Silber, 67 Kupfer ist jetzt tatsächlich nicht unbedingt die Welt. Aber na gut. Wenn der Händler kommt, können wir wieder Wein verkaufen. Ich muss die ganzen... ich muss mein Inventar aufräumen. Vielleicht wollte ich hier mal gucken. Kann ich mit dich... Warum... Sag mal, du magst mich zu 60%. Warum kann ich mir immer noch keine Gebete bei dir kaufen? Das ist voll doof. Ja, aber tatsächlich wollte ich mich sowieso um was anderes kümmern. Ja, der kann hier mal rein. Jetzt hole ich erstmal das Alchemie-Ding hier unten, was wir da produziert haben, und produziere gleich mal das nächste. Weil das ist ja der Scheiß, den wir dann tatsächlich für den guten Dünger brauchen, wenn wir unseren Garten upgraden wollen. Und ich will ganz, ganz viel Garten upgraden. Können wir eigentlich den ganzen anderen Scheiß hier schon bauen? Ich muss mal gucken. Eine Druckerpresse könnten wir noch bauen. Das ist, glaube ich, so das nächste, was ich machen will dann. Aber erstmal räumen wir unser Inventar auf. Ich sollte mir vielleicht merken, was ich hier brauche. Das wäre sinnvoll. 6 Bretter, 4 einfache Eisenstücke und 12 Nägel. Na dann mal los. Habe ich noch Kapazitäten, um mir noch was zu produzieren? Nee, ich habe nur noch einen Eimer Traubensaft. Da muss ich erst... Da muss ich dann erst wieder ernten. Okay. Erstmal hier die ganzen Samen wegbringen. Ah, halt, das sind Traubenkerne. So, aber der hier und der hier und der hier und der auch. Das sind Traubenkerne. Ja,
da, hier wollte ich ja die beiden Händler hochpushen, ne? Das können wir dann auch machen. Ich will den Zombie hier noch mal überarbeiten. Beziehungsweise der kann ruhig noch ein bisschen weiter produzieren, bis ich mit meinen Düngerzeug fertig bin. So, hier wird fleißig produziert. Das stecke ich jetzt auch noch weg hier. Und dann befassen wir uns mal damit, dass wir als allererstes mal eine Druckerpresse bauen. Nicht, weil wir sie unbedingt brauchen, sondern weil wir noch keine haben. Und ich will eine Druckerpresse haben. Das heißt, vorher gucke ich noch mal zum Weingut. Das sind so die ersten Starts, um erstmal wieder so ein bisschen reinzukommen. Ich hatte nämlich sowieso schon wieder vergessen, was wir an Materialien brauchen. Es läuft bei mir. Ja, das sieht doch gut aus. Warum will der Wein jetzt nicht zu mir? Ja, muss man hier seine Ernte auch noch austricksen. Das ist ja. Wir hatten doch auch silbernen Scheiß gesät, weil der Inquisitor unseren goldenen Wein nicht wollte, ne? War da nicht was? Weil dieses scheiß Kackholz rumliegt hier und kein Arsch braucht. Das ist jetzt natürlich dann so ein bisschen der Nachteil des Automatismus. Mein Inventar ist voll. Alter, guckt euch das an, 108 goldene Trauben, ja, ne? Gut. So, sammeln wir mal den Rest unserer Ernte ein und stecken das noch in die Kiste. Guck mal, wir haben jetzt hier nochmal 17 silberne Trauben. Das reicht doch, um jetzt den silbernen Wein herzustellen, ne? Noch 25 mal Dünger, dann können wir gleich mit der Weinproduktion weitermachen hier. Und dann muss ich mal wieder Dünger herstellen. Da brauche ich ja Torf für, ne? Oh. Ich gucke gleich, was genau ich dafür brauche. So ein bisschen Platz nach oben ist ja hier tatsächlich noch auf dem Weinberg hier. Für ein paar weitere Felder hätten wir Platz. Ich glaube, ein, zwei Reihen können wir hier noch hinsetzen. Wenn wir es denn wollen. Da geht die Sonne schon wieder auf. Das ist sehr schön. Weil ich mein Inventar dann gleich mal leeren will, sobald ich hier fertig geplant gesät habe. Und wir die Weinproduktion gestartet haben. Da wollte ich nämlich mal zum Schmied und zum Müller, das war das Mehl und das Feuerholz hier mal loswerden. Und so verbringen wir quasi die erste Folge damit, genau das zu tun, was wir in den letzten Folgen auch so gemacht haben. Während wir ein bisschen Zeit schinden, damit wir eventuell in der nächsten Folge dann richtig durchstarten können.
So, Traubensaft. Und zwar von der silbernen Sorte. Und dann noch das goldene Zeug. Wer weiß, vielleicht kriegen wir noch so ein bisschen was fertig, bevor der Händler kommt. Dass wir dann gleich noch was mitnehmen können. Deswegen werde ich auch jetzt erstmal dann gleich nochmal goldene Dinger produzieren. Eine Fuhre hier. Und dann gehen wir den silbernen in Auftrag, weil bis zum Inquisitor haben wir ja noch einen kleinen Augenblick Zeit. Aber der Händler, der kommt morgen. Mit seinem prallen Geldbeutel. Halt. Den Rest hier noch in die Truhe stecken. Welche Truhen sind noch? Ja, hier kann das mit rein. Das passt schon. Flums, flums. Schwupp. So. Und auf geht's, in der Hoffnung, dass die nicht alle wieder weggerannt sind, bis ich soweit bin. Mal kurz orientieren, hier unten müssen wir lang. Ich weiß nicht mal genau, warum ich den Schmied aufleveln will. Ich will es einfach machen. Ich meine, wir können uns dann hier unten schöne Sachen kaufen, die wir allerdings inzwischen auch selber herstellen können. Nur letztendlich... bringt das überhaupt was? Ich habe das Gefühl, das hat irgendwie gar nichts gebracht, oder? Hat ihm das was gebracht? Das hat ihm nichts gebracht, ne? Ich sollte vielleicht einfach Werkzeuge herstellen und ihm verkaufen. Ja, oder Eisenerz oder Nägel oder irgendwie sowas in der Art. Das ist, da hat er vielleicht mehr von, ich weiß auch nicht. Na gut. Dann gehen wir zumindest mal gucken, ob wir vielleicht ein bisschen besseren Hopfen kriegen. Also heute ja wahrscheinlich noch nicht, aber die Grundlagen setzen hier. Mir ist so langweilig, weil ich nichts zu tun habe. Na, fast. Fast. Einmal noch her und dann haben wir's. Das können wir rein theoretisch jetzt gleich erledigen. Und können dann relativ bald auch so richtig schön in die Bierproduktion einsteigen, um vielleicht noch eine weitere Einnahmequelle zu öffnen. Hast du schon wieder Samen? Das ist ja sehr schön. Die nehme ich natürlich gleich mit, wenn ich gerade hier bin. Wenn wir... Ah, nein, hier, da, komm. Den hochwertigeren Dünger benutzen, haben wir dann auch die Chance, dass wir insgesamt unsere Samen irgendwann aufwerten, dass wir dann irgendwann tatsächlich nur noch Goldprodukte herstellen? Schiete! Was passiert denn jetzt?
Wenn ich mir das jetzt zurückkaufe. Hatte ich das schon probiert? Es ist ein bisschen mehr geworden. So, der Händler ist voll. Wir haben zwar ein bisschen Minus gemacht, aber dafür können wir bei unserem nächsten Besuch beim Müller, zum Beispiel, wenn wir vom Händler wiederkommen. Müssten wir dann tatsächlich in der Lage sein, silbernen Hopfen zu kaufen? Das bringt uns ja tatsächlich auch vorwärts. Ja, so viel Zeit und Geld hier in die Beerensträucher und das investiert und jetzt nutze ich es eigentlich gar nicht, ne? Weil ich noch nicht wirklich was Lukratives zum Produzieren gefunden habe, was das angeht. Aber ich weiß, wo ich jetzt nochmal kurz gucken möchte. Wir haben noch ein bisschen Zeit schinden. Und zwar würde mich jetzt ganz gerne mal interessieren, wie schlägt sich eigentlich unsere brandneue Imkerei? Vor allem halt auch im Vergleich zu so einem Honigbaum. Kein Unterschied, ne? Läuft. Es läuft. So, hier zumindest, wenn ich jetzt gerade schon mal hier in der Region bin. Nehme ich wenigstens diese Honigbäume hier kurz mit. Schade. Ich hatte ja gehofft, wir kriegen eventuell noch ein paar Bienen, aber die müssten wir dann gezielt wieder farmen. Oder wenn wir jetzt wirklich anfangen, so richtig Geld zu verdienen, dann können wir die natürlich auch kaufen. Öfen dann fertig sind, können wir ja mit unserer Produktion von Stahlteilen anfangen. Hier muss mal wieder ein bisschen Brennmaterial rein. Gut, dass wir hier noch Kohle haben. Ich hole bei Gelegenheit mehr. So, werter Ofen, wärest du so nett, mir noch ein paar gar vorzügliche Muffins zu kreieren? Vielleicht kriegen wir ja diesen goldenen Wein hier noch fertig, bevor der Händler kommt. Ja, die Sonne geht gerade auf, aber ich glaube, so ein ganz kleines bisschen Spielraum haben wir vielleicht noch. Hier ist wieder ein Buch produziert worden, da kann ich dann auch mal gucken. Ich muss nur herausfinden, wo sie es hingepackt haben. Und hier sollte ich öfter mal herkommen. Es ist ein rotes Buch, das können wir dann verkaufen. Goldene Geschichten. Ich habe übrigens eine Idee, wie wir eventuell doch goldene Geschichten produzieren können. Dafür brauche ich aber erstmal...
Ein normales Buch. Oh, wir können auch ein silbernes Buch machen, glaube ich. Ne? Was brauchen wir für ein silbernes Buch? Einfach nur. Silbernes gebundenes Buch. Was brauchen wir für das silberne gebundene Buch? Stahlteile. Und ein gebundenes Buch. Und hier brauchen wir Gerbstoff für. Na gut, wir können uns beim Astrologen aber auch eins kaufen, wenn wir dann morgen eh da sind. Das ist nicht das Problem. Wir haben ja Geld. Wir kriegen morgen noch mehr. Von daher möchte ich jetzt lieber meine Zeit nutzen für die Druckerpresse. 6 Bretter, 4 und 12. 6, 4, 12.